Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Landstalker. Wie man oben unschwer erkennen kann, hat sich etwas mit den Herzen und mit dem Geld getan. Ich habe etwas offscreen erledigt. Was habe ich erledigt? Das seht ihr gleich. Ich habe einen unglaublich großen Haufen an Geld gefarmt. Das war sehr langweilig. Ich habe mir dann den Orakelstein gekauft. Endlich. Ich habe danach gemerkt, dass ich eine Torte verbraucht habe und dass da noch eine lag. Ich habe mich geärgert, meinen Kopf an den Tisch gehauen. Und bin gegangen und habe nochmal Geld gefarmt. Das war auch nicht aufregender als beim ersten Mal. Und habe mir dann den Kuchen gekauft. Gut. Danach fiel mir ein, dass wir noch etwas im Schloss zu erledigen haben. Optional. Ich habe mich völlig geändert. Ich arbeite hart bei Arthur, um meine Sünden wieder gut zu machen. Welch Freude, euch wiederzusehen. Seht nur, wie ich wieder genesen bin. Ich werde mein Bestes tun, um Mercato wieder lebenswert zu machen. Ich habe lange über das Verhältnis zwischen Politik und Militär nachgedacht. Julia und ich haben oft darüber diskutiert. Und ich bin überzeugt, dass ich die Stadt auch ohne Militärgewalt aufblühen lassen kann. Deshalb habe ich ein Casino eröffnet, um so die Steuern senken zu können. Bitte kommt vorbei, wenn ihr Zeit findet. Casino-Ticket. Besucht mich jederzeit. Und das habe ich jetzt übersprungen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Casino-Ticket. Da. Und das können wir benutzen und dann passiert nichts. Aber wir können es vor allem auch im Casino benutzen. Und das befindet sich da, wo wir schon mal waren. Mann, ich laufe so langsam. Und zwar hier im Brunnen. Das ist total logisch. Oh, ich sehe, du hast ein Casino-Ticket. Willst du rein? Willkommen im arthurischen Casino. Amüsier dich gut. Hier gibt es drei Spiele, um Geld zu verdienen. Das erste ist Roulette. Moment, die Regeln erklären ganz einfach. Willkommen, lass uns Roulette spielen. Das Spiel fängt an, wenn du die große Kugel bekommst. Wenn die Kugel auf Rot landest, bekommst du 200 Taler. 50 Taler für ein Spiel, willst du dein Glück versuchen? Ja, viel Glück. Und im Endeffekt ist es halt ein Glücksspiel, es ist halt Roulette, wir können nichts machen. Wir springen auf die Kugel, wir fallen unlogischerweise nicht runter, wenn sie sich dreht. Hui. Und wir haben 50 Taler geblecht und wenn sie auf einem roten Feld landet, bekommen wir 200. Landet sie auf einem anderen, bekommen wir gar nichts. Dann haben wir effektiv 50 Taler verloren. So wie jetzt. Versuch's nochmal. Nein. Um die anderen Spiele zu zeigen, brauche ich leider noch Geld. Das hatte ich natürlich nicht. Jetzt. Also, farm. Wieder mal Geld. Auch nicht spannender als sonst. Dann wollte ich unbedingt ins Casino zurück und... Ey, er lässt mich nicht durch. Ohne Casino-Ticket kommst du hier nicht rein. Was zur Hölle? Ich habe mich dann bei Arthur beschwert, dass ich das Ticket jedes Mal aufs Neue holen muss. Hab's aber bekommen. Und kann nochmal rein. Ohne Mist, das ist total sinnlos. Warum? Warum muss ich ein Item, was dauernd verschwindet? Also, nee, das ist... Egal, gut. Hühnerrennen. Das ist das zweite Spiel. Das kostet ebenfalls 50 Taler. Willkommen beim Hühnerrennen. Setzt du auf eins der vier Hühner, wenn... Also, setzt auf eins der Hühner. Wenn dein zuerst ins Ziel kommt, bekommst du 200 Taler. 50 Taler für ein Rennen. So. Und wir können auch nichts tun. Wir springen auf den Huhn und müssen hoffen, dass es uns schneller ins Ziel trägt. Was an sich schon total unlogisch ist, weil das wahrscheinlich mit einer Person auf dem Rücken langsamer ist als die anderen drei ohne. Aber, naja. Versuch's nochmal. Hier haben wir jetzt also effektiv auch 50 Taler verschwendet. Das war doch unglaublich praktisch, oder? Und das letzte Spiel ist das eigentliche, wo man überhaupt noch was verdienen kann. Aber man kann halt unheimlich wenig verdienen. Hühnerwurf. Außerdem ist das Sound total furchtbar. Hallo, lass uns Hühnerwurf spielen. Versuch so viele Hühnchen zu fangen wie möglich und wirf sie in den Pferd, bevor die Zeit um ist. Der Rekord hier ist 3. Du bekommst 5 Taler pro Hühnchen. Das Spiel beginnt, wenn du auf dem roten Kistchen stehst. 20 Taler für eine Runde. So, wir springen drauf. Piep. Und dann kommt von diesem kleinen Loch da ein Haufen Hühner, die alle unterschiedlich schnell laufen. Das reicht von ganz langsam bis zu blitzschnell wie das da. Das ist dann so schnell wie das eine Huhn in Gummi war es, glaube ich, was auch so abging. Und ja, es ist einfach blöd. Es ist ein unheimlich nerviger Ton. Man wirft die Hühner schon in die richtige Richtung und sie fallen übers Loch und laufen wieder raus und... Echt, das ist... Und der Sound, der bringt einen um. Also, pff, nee, blöd. Und es bringt halt gar nichts. Ich meine, wir haben 20 Taler bezahlt, aber effektiv kriegen wir fast nichts davon. Ding, 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 ein neuer Rekord. Glückwunsch, 25 Taler. Toll, wir haben unsere Ohren zerstört und dafür 5 Taler bekommen. Wenn das nicht toll ist. Nicht. Also im Endeffekt lohnt sich die Spiele hier wirklich gar nicht. Das hinterste, das dritte noch am meisten, aber da dauert es halt ewig. Da kann ich auch einfach Monster besiegen und habe in kürzerer Zeit mehr. Und die anderen sind einfach nur eine reine Glückssache. Ich weiß nicht, ob es ein System gibt, mit dem man da gewinnen kann, aber ich wage es mal zu bezweifeln. So, das letzte, was wir noch machen ist... Distel.
episch teleportiert. Wir erinnern uns, dass hier ja noch ein Herzteil ist. Wie kommen wir daran? Das ist ganz einfach. Wir springen einfach nur auf die Truhe und latschen dem Kerl mindestens 30 Mal ins Gesicht. Und irgendwann findet er es dann wahrscheinlich auch zu blöd und geht einfach weg. Und dann können wir in die Truhe. Yeah! Also wir können sie öffnen, meine ich. Und 78 Herzen. Wahnsinn. Daraufhin habe ich wieder Geld gefarmt. Wop, 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 wop. Gut. Und habe mir ein Herzteil gekauft. In Kasalt. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Und dann bin ich einfach zurückgegangen und hab gespeichert. Ich glaube, mehr mache ich nicht. Der einzige Kunde in 200 Jahren. Das hat er auch beim letzten Mal schon gesagt. Der Typ lügt. Das war so in etwa alles, was ich gemacht habe. Und wir begeben uns jetzt in das allerletzte Labyrinth. Und ich werde versuchen, wegen dem Zusammenschnitt jetzt nicht allzu viel zu machen, aber doch irgendwas Wichtiges noch zu schaffen. Ich versuche die erstmal zu ignorieren. Na, das klappt doch ganz gut. Wir hören hier auch, glaube ich, die Musik aus dem Vorspann. Das war nicht so gut. Oh, und das Labyrinth ist extrem lang, extrem verwinkelt und es ist echt an sich vom Aufbau her schwer. Wir müssen... Ja, ich weiß, das ist jetzt dumm, aber wir müssen hier lang. Eigentlich ist es jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt den Weg hier lang gehen, aber ich habe dann keine Lust, wenn wir hin müssten, da lang zu gehen. Und es ist außerdem auch nicht so schlimm, weil die Stacheln ziehen nur einen einzigen Herzpunkt ab. Ja, also, es ist, glaube ich, hätten die 10 abgezogen oder so, hätte es Sinn gemacht, jetzt noch zu warten damit, aber... Naja. So, was hat das Ganze gemacht? Das hat den Block hier nach unten bewegt. Das ist sogar relativ wichtig. Wer hätte das gedacht? Weil wir hier hinten einen Schalter drücken müssen. Und zwar den. Der macht die Statue weg, die vor dem Teleporter steht. Und wenn wir den Teleporter berühren würden, kämen wir bei einem anderen Teleporter raus, der sofort nach Verlassen bedeckt ist, sodass wir nicht mehr zurückkommen. Und der führt uns quasi zum Anfang zurück. Wir sollten also möglichst nicht da drauf steigen. So. No. Das sieht toll aus. Gut. Na gut, okay, so schlimm war es gar nicht. Wie gesagt, würden die Stacheln mehr abziehen, wäre das Ganze bedenklich schwerer. So, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Na, das ist super. Bäm, Geheimnis. Und wir haben hier... Oh, ganz knappen Boden. Wir haben hier vor allem... Yeah, das stärkste Schwert im Spiel. Schwert der Gaia gefunden. Das nehme ich doch gleich mal. Ich muss mal schauen, ob ich das dann dauerhaft ausgerüstet lasse. Es schlägt braun zu. Sieht ganz schick aus. Glänzt golden, soll es wahrscheinlich sein, keine Ahnung. Und was es macht, kann man vielleicht am Namen erahnen. Oh, das war nicht so gut. Au. Gut. Aber das kann ich nur zeigen, wenn Monster da sind, weil wenn ich hier gegen so eine Stachelkugel hau, passiert halt einfach nichts. Darum muss ich jetzt mal warten, bis Gegner da sind. Ah, das müsste gleich der Fall sein. Blub. Yeah! Das Schwert mit dem eingebauten Effekt von der Statue von Gaia, wenn das nicht... Ey, mein Geld. Wenn das nicht praktisch ist. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn hier so ein Raum ist wie der hier, mit voller Monstern einfach nur warten und dann einmal mit dem Schwert in die Luft hauen. Bäm. Ey! Also das macht das um einiges leichter. Die Frage ist halt bloß, möchte ich das, wenn nur ein Gegner im Raum ist? Weil dann ist es auf jeden Fall... Wie jetzt? Wäre es schneller gewesen, einfach zu dem Blob hinzulaufen und den zu besiegen. Jetzt wiederum habe ich 3 auf einmal. Das ist wieder eine Zeitersparnis. Und ich sehe gerade, das besiegt die nicht mal. Das macht wahrscheinlich nur einen Schwerthieb auf alle. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das Schwert recht stark. Und mehr werde ich auch jetzt erstmal nicht in dem Teil machen. Ich habe keine Ahnung, wie lang das jetzt war. Aber mit dem Zusammenschnitt davor kommt das bestimmt auf 8 Minuten, 10. Wird vielleicht ein kurzer Teil, was soll's. Dafür kann ich im nächsten dann mehr zeigen. Und immerhin ist es ja auch das letzte Labyrinth. Ich möchte ja nicht gleich, dass das Spiel vorbei ist. So. Dann würde ich mal sagen, speichere ich jetzt und bis zum nächsten Mal. Euer Elik.